Okay, vielleicht können wir es auch nicht. So, aber da passe ich zwischen. Danke. Und Abfahrt. Alter, Tracy legt es auch echt drauf an, ne? Ist mir aber ganz ehrlich scheißegal, was sie möchte. Tracy ist tot für mich, genauso wie Jimmy. Wenn die Probleme haben, sollen sie doch Yoga machen. Hilft total. Schick hier. Nach wie vor. Großartig. Wo fahre ich hier eigentlich lang? Wow. Das war so nicht geplant. Besorgen wir hier doch gleich. Ah, ein Abschleppwagen, okay. Ich hätte irgendwas mit Schalldämpfer verkaufen sollen. Reicht's auch einfach, wenn ich den K.O. schlage. Oh shit! So much smoke! Oh man! The smoke! Das juckt ihn überhaupt nicht, ne? So. Der liegt da ganz gut. Lässt noch ein bisschen Geld fallen. $10 immerhin. Damit haben wir die perfekte Gelegenheit, diesen Abschleppwagen zu klauen. Ich freue mich jetzt schon überhaupt nicht drauf, damit zu fahren. Ist der rote Streifen da schon vor auf dem Asphalt? Ja, ich weiß nicht. Naja. Ach Gott, das wird doch jetzt hier ewig die Kutschiererei. Warum denn? Warum muss das FIB so weit weg sein? Hupen kann ich auch. Tracy hat lange nicht mehr angerufen. Ob ich es nochmal probieren möchte? So, oh Gott. Hier komme ich doch. Doch, hier komme ich tatsächlich rum. Fantastisch. War mir ob des Wendekreises des Fahrzeugs nicht so ganz sicher, ob das was wird, aber hat ja funktioniert. Wow. Die Bremse ist aber stark verbesserungswürdig. Ah, die Plakate sind manchmal schon. Was zur Hölle? Ich will gar nicht wissen, was es ist. Alright. Hier links. Kriege ich irgendwie hin. Was denn? Ich schlepp dich gleich ab. Mach keinen Kabak. Alright, noch 800 Meter. Das ist nicht mehr so dramatisch. Wir müssen auch noch einen Müllwagen klauen, ne? Kommt bestimmt als nächstes dran. So, erstmal stellen wir das Ding aber ab. Und zwar da vorne.
Na, anrufen? Nicht? Ah, da jetzt. So. Maloro, 110%, was auch immer. Nicht ein Kratzer. Naja, schade. Wie praktisch, dass hier gleich ein Auto steht. Oh Gott, jetzt sind wir hier. Na, dann fahren wir doch mal hier hoch. Oder? Ja, liegt nahe, ne? Ich finde auch. Ah, und schon wird telefoniert. We got ourselves a tow truck. So. Hi, Abschleppwagen. Zack, aufgelegt. So eine Telefonate führe ich auch gerne. Hey, Sam, you have to help me. Achso, da wollte irgendjemand was von mir, ne? Da war ich gerade zu sehr mit, keine Ahnung, jetzt beschäftigt, mit kein Gehirn haben oder so. Aber ich habe auch gerade andere Sorgen. Nein, meine Spur, geh weg. Mensch, Tracy. Ob die irgendwann von alleine auflegt? Wenn nicht, lege ich auf. Aber da wir jetzt schon da sind... wo genau müssen wir hin? Wait, what? Oh, der Wagen fährt. Ich sehe das Problem. Und zwar fährt er da vorne. Hallo, Mülltruck. Ja, habe ich vor. Jetzt müssen wir uns erstmal davor platzieren. Die Pisser. Fahren die einfach drumrum. Jetzt steig schon ein, Michael. Sei nicht so langsam. Nur weil du gerade überfahren wurdest. Moment, jetzt halten die da vorne an. Das hätte ich vielleicht auch vorher auf dem Radar sehen können. Hey, I'll take it over your route for you. Wie es dir noch total egal ist. Okay, das hätte ich auch einfach haben können, ohne mich... Weiß jetzt werde ich... Warum das denn? Butt Lovers und Little Pricks, großartig. Oh, da kommt jemand in meine Richtung. Wie ungünstig. Ich dachte, ich kann das hier vielleicht aussitzen. Wollte das wirklich... Gott, ist das Ding langsam. Ah, gut, ist ja auch ein Müllauto, kein Rennwagen. Was soll ich denn damit die Scheißpolizei abhängen? Ob ich damit in sowas fahren kann? Oder ist das vielleicht noch näher dran? Mir halt nicht auf den Piss hinter mir. Ich könnte jetzt auch aussteigen und die umschießen, aber das ist mir irgendwie zu riskant. Ist halt auch so sinnlos, so ich klaue halt 5 Sportwagen, ist denen halt allen scheißegal, kaum klaue ich den Mülltruck. Shoot the tires, fuck you. Ganz ehrlich? Nee, nicht Radio. Geh halt mal weg. Stirb gefälligst. So. Und weiter geht's. Das hat's jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Gut, die werde ich schon mal los.
mich ungünstig in meine Richtung gedreht. Wie ungünstig. Geht mir halt alle nicht auf den Sack. Also, ich muss doch hier garantiert irgendwie runter, oder? Noch jemand. Haben wir es? Da kommt der nächste. You know what? Machen wir halt ein bisschen Alarm. Alright. Oh, Michael sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. So, kann ich da mit da reinfahren? Schade. Aber Moment, die sind da oben, ne? Nein, sind sie nicht. Ist jetzt langsam echt mal gut hier. Die Frage ist, verliere ich die Mission, wenn ich in ein anderes Fahrzeug steige? Wobei... ja jetzt. Oh Gott, ich habe einen Hubschrauber gerufen. Wie ungünstig. Habe ich doch, oder? Aber sie sehen mich zumindest gerade nicht mehr. Ah, jetzt sehen sie mich wieder. Verdammt. Gleich beide. Sehr hübsch. Muss ich das hier jetzt wirklich aussitzen? Na komm. Du willst es doch nicht anders. Ich meine, ihr könnt doch einfach da hinten bleiben. Das ist okay. Goddammit. So, wer und wo? Da kommt noch einer. Mindestens. Was macht der da hinten? Nicht die cleverste Wahl. Ich kann das hier stundenlang machen, aber irgendwie wird's träge. Ich fahr mal weg. Hoffentlich. Tut mir leid, mein Auto ist einfach stärker. Seht es ein. Fucking damit, ist das anstrengend, ey. So, die werde ich los. Vorerst, davon kommt der nächste.
so wird das nie was, ey. Das dauert alles viel zu lang. Das nervt so ein bisschen gerade. Alright, wir fahren jetzt mal hier rüber. Ich fahre jetzt mal irgendwo in die Pampa, vielleicht. In der Hoffnung, dass ich dann hier das irgendwo in Ruhe aussitzen kann. So, die stehen da fröhlich, das können die machen. Hat aber auch irgendwie keiner das Bedürfnis, hierher zu kommen. Das, ah, na endlich. Ah, meine Güte. Was für ein Umstand. So ist auch total super, dass ich halt so Verfolgungsstufe 2 kriege, wenn ich halt einen Truck klaue. Dann halt so 20 Polizisten töte und so, nee, höhere Verfolgungsstufe, nee, nee. Warum? Ist doch nichts passiert. Ich meine, Auto klauen oder 20 Staatsangehörige? Nein, Staatsbedienstete. Das war das Wort, was ich suchte. 20 Staatsbedienstete töten. Ich glaube, das hätte auch mit dem Zug gerade echt schief gehen können. Ich weiß ja nicht, wie frühzeitig die Schranken runtergehen, aber... Oh, tut mir gar nicht leid um deinen Sportwagen. Ich wollte es nur gesagt haben. Und ich habe gehupt. Soll sich mal nicht beschweren. Fängt es gerade an zu regnen? Na, tatsächlich, das rundet das hier jetzt perfekt ab. So, nach ungefähr gefühlten 28 Stunden haben wir es auch endlich geschafft, diesen Mülltruck zu klauen. Darf ich ihn noch fertig einpacken? Gott, der sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Ich glaube, die haben auf einer Seite den... Ja, ich fahre auch auf der Felge. Okay. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Immerhin sind die Blutflecken größtenteils aus Michael raus und aus seinen Klamotten. In den Staub. Moment. In den Staub 97%. Wie viele Leute hätte ich denn da... Was hätte ich dafür machen müssen? Höchstgeschwindigkeit. Hm, na gut. Okay, okay, okay. Dann müssen wir jetzt telefonieren, offenbar. Garbage Trucks at the lot. Hey Leute, Müllwagen! See ya! Okay, dann müssen wir eigentlich nur noch das machen. Das machen wir aber mal nächste Folge, nicht mehr jetzt. Irgendwie, ich brauche mal kurz. Was ist das hier eigentlich? Psychiater. Hm, da möchte ich bei Gelegenheit, glaube ich, auch nochmal hin. Also, mit Michael. Ist klar. Na gut, gucken wir mal. Erstmal bereiten wir hier den restlichen Shit vor. Das aber, wie gesagt, nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und macht's gut, haut rein und tschüss.